Ihre allerhöchste Majestät, Elisabeth I. von Gottes Gnaden, Zarin und Herrscherin aller Reußen, hat geruht zu erwachen. Die huldreichste Majestät ruft die geladenen Herren zum Lever. Nun, Betzkoi. Majestät? Sie kommen wegen Ihrer alten Marotte. Ein Auftrag der Fakultät. Die Lehre von der Statik des Landbaus beweist... Nun, Herr Kanzler? Dass die Brache Unsinn ist, lässt sich beweisen. Mit Hilfe der Mathematik. Die Produktion der Landwirtschaft geht um ein Drittel zurück. Bleibt ein Drittel der Nutzfläche unbestellt. Das lässt sich wohl nicht bestreiten. Aber die Erholung des ausgelaugten Bodens ist so nötig... Schweigen Sie. Meine Entscheidung ist gefallen, und zwar für den Kanzler. Aber da ist eine andere Lösung, auf die ich kürzlich gestoßen bin. Was halten Sie von der Verwendung von Stickstoff? Wovon, Majestät? Von Stickstoff. Rutherford in England hat ihn gefunden. Eine chemische Substanz. Er behauptet, dass Stickstoff die Hauptnahrung der Pflanzen wäre. Wenn es wirklich stimmt, was er gesagt hat... wäre das eine Revolutionierung der Landwirtschaft, eine völlig neue Methode der Düngung. Setzen Sie sich mit dem Laboratorium der Universität in Verbindung und erstatten Sie mir dann Bericht. Bitte nicht jetzt. Es regt mich so auf. Das ist Herr von der Trink.